Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sollen Oswald finden. Sieh mal nach, Sühnen. Ja, da hinten rechts irgendwo ist, okay? Ja, schätze, ich weiß. Und mach meine Brüder wach mit dem kältesten Wasser, das du findest. Eivor, schön dich zu sehen. Hi. Du bist Oswalds mächtige zukünftige Braut, Valdis. Ich gehöre ihm aber nicht. Diese Hochzeit führt zu einem Bündnis. Mehr nicht. Außerdem weiß er kaum, ein Schwert zu führen oder mit Überzeugung zu sprechen. Oswald ist vieles, aber ein geborener Anführer ist er nicht. Und dennoch, von allen, die ich hier traf, ist er der Einzige, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Geh nur deiner Wege. Du findest Oswald am Anleger. Es beruhigt ihn anscheinend, den Fluss zu beobachten. Ja, dass er da ist, wussten wir schon. Dass sie natürlich ihm gegenüber so negativ eingestellt ist, das wussten wir nicht. Flieg, Freundin. Ja, irgendwo da. Ach, da ist er doch. Ah, guten Morgen, Frühaufsteherin. Manchmal. Du schuftest wie ein Trell, doch vom Feiern verstehst du nichts. Schlechte Voraussetzungen für einen König. Nein, wohl wahr. Ich finde Trost in handwerklichen Arbeiten. So etwas sollte man als König nicht zugeben, schätze ich. Die Brüder haben dich beim Abendessen beschämt. Es ist deine Pflicht, darauf zu reagieren. Belasse es nicht dabei. Ach, ein unbedeutender Wortwechsel mit Streithähnen. Eher antworte ich auf das Muhen einer Kuh als auf diese Beleidigungen. Ich habe eine Hochzeit zu planen und ein Königreich zu retten. Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Sie haben deine Gastfreundschaft missbraucht, Oswald. Wo ich herkomme, ist das unverzeihlich. Sieh an! Hier ist also der schlammverschmierte Sachse, der meine Geduld prüft. Ah, Statthalter Finn. Ja, beim Abendessen machte ich keine gute Figur. Doch sei unbesorgt, ich werde die Dänen schon noch überzeugen. Du beanspruchst den Thron, doch du erntest nur Hohn. Wär Lord Halfdan jetzt hier, hättest du längst deinen Lohn. Er rief, Finn, guter Mann, schick den Wurm in den Grund. Viel Gebell und Gejaul, hier kommt Finn, unser Hund. Doch er beißt nicht, er hat keine Zähne im Mund. was war denn das? Ein Spottstreit, Oswald. Ein Wortgefecht mit Reim und Versmaß. Versuch es selbst, antworte ihm. Niemals führst du ein Heer, du alberner Wicht. Gut gebrüllt von dem Mann, der mit Worten nur ficht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Er hat den Scharfsinn eines Moorhuhns. Beleidigt er dich? Lass ihn dumm dastehen. Meine Axt wird dich spalten, Hund. Dein Weib wird nicht froh. Doch dein Hirn schwimmt in Met und dein... Kopf ist voll Stroh. Kopf ist voll Stroh. Ach so, ich dachte, man muss nur ein richtiges, okay. Er ist hässlich wie ein Reifriese. Wenn er angibt, mach dich über sein Aussehen lustig. Ich komme aus dem Norden. Der Schnee ist mein Vetter. Dein Gesicht kommt mir vor wie... vermoderte Blätter. Oh ja, das ist sehr gut. Wie vermoderte Blätter. Er markiert den starken Mann, doch tief im Innern ist er ein ängstlicher Knabe. Wenn er angibt, greif seine Männlichkeit an. Ich ritt Stürme und Winde. Du würdest gleich fliehen. Doch der Wind, den du meinst... Weht dir zwischen den Knien. Weht dir zwischen den... Oh, du meinst Fürze. Oswald, mein Junge, ohne deinen Raben bist du verloren.
Er eignet sich nicht für den Thron. Viel zu weich und zu zahm. Auf einem Langschiff würde er 2 Sitze einnehmen. Das sollte er nicht vergessen, Oswald. Eine Seekuh? Ein Walross? Ein Tier ohne Namen? Nein, nur Finn, unser Metloch, das stinkt ohne Scham. Gut gesprochen. Bevor Schwerter klirren und Blut fließt, vernichten wir unsere Feinde mit wohlgezielten Worten. Du kannst mit Worten umgehen, das lasse ich dir. Doch wie lange wird diese silberne Zunge gegen eine eiserne Axt bestehen? Finden wir es heraus, Finn. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Das meinst du nicht ernst, Oswald. Ein Kampf, um einen Streit zu klären, nicht wahr? Ein Holmgang. Ein Kampf bis zum Tod. Ja. Dann reden wir lieber. Zu spät. Die Herausforderung wurde ausgesprochen. Aber ein Kampf gegen Finn wäre kaum der Rede wert. Du kämpfst gegen mich. Moment, das ist... Allerdings will ich nicht dabei gesehen werden, wie ich einen Sachsen in Elmenham töte. Es gibt ein hübsches Eiland, flussabwärts nahe Seeheng. Das Wasser wird das Blut fortspülen. Bereite das Feld vor und wir treffen dich dort. Ich hoffe, du bist bereit. Das muss ich wohl sein. Gib mir nur einen Moment, um mich zu sammeln. Lass uns nicht zu lange warten, das wäre eines Königs nicht würdig. Oh je. Jetzt müssen wir den Typen mal noch umbringen, das finde ich aber nicht gut. Bist du bereit für den Holmgang? Ich hoffe es. Ich muss mich nur vorbereiten. Wir treffen uns auf dem Eiland. Okay. Hier steht zwar, sprich mit Finn, aber gut. Dann treffen wir uns halt da. Da hinten. Dann hole ich mal mein Wölfchen raus. Hallo Schätzelein. Oh, komm schon. Ja, du schaffst das. Komm. Entschuldigung. Och, jetzt kommt die hier wieder nicht runter, ne? Na? Ja, du schaffst das. Du schaffst das. Super. Jetzt kommst du hier nur nicht raus. Ja, geil. Ich liebe es, ehrlich. Och, komm, ist das dein Ernst? Kommst du denn da nicht mal über kleine Hindernisse hier drüber? Schätzelein, wo bleibst du? Hallo, Wolf? Boah, ist das nervig. Ich weiß nicht, warum die immer so extrem rumbaggen müssen. Keine Ahnung. Dann kriegt weder der Wolf noch das Pferd. Naja gut, das ist ja quasi das Gleiche. Die kriegen es dann auch nicht auf die Kette, einfach mal hinterher zu kommen. Los, zackig. Ja, komm, geh rauf. Du kannst wesentlich schneller schwimmen als ich. Was ist das denn? Hallo, geht es noch, Leute? Ihr braucht mich nicht anzugreifen. Robben! Ja! Entschuldigung. Tut mir wirklich leid.
Ich finde das auch nicht schön. Aber irgendwo muss ich ja mein Leder herbekommen. Wenn wir jetzt eh schon so gut wie da sind. Das ist aber eine kleine Insel hier. Geschafft. Nun rangle achtsam und sei vorsichtig mit dem zukünftigen König. Er ist der Einzige, der die Krone noch beanspruchen kann. Könige werden gemacht, nicht geboren. Lass uns sehen, was wir aus Oswald machen können. Erledigt. Du hast nicht verlernt, wie man ein Feld einhaselt. Ich mag schon viele Sommer in East Engla sein, doch bleibe ich immer Däne. Müssen wir das tun, Eivor? Stärke und Mut sind immer von Vorteil, Oswald. Du wirst beides brauchen, sollen die Dänen dich als ihren König annehmen. Wahre Stärke erwächst aus Entschlossenheit, Eivor. Sie spricht zu uns, eine strenge innere Stimme. Von sprechenden Eingeweiden habe ich nie gehört. Aber eine flinke Axt brächte sie schnell zum Schweigen. Sei vorbereitet. Warte, du bist unbewaffnet. Gib dein Bestes. Mir geschieht nichts. Wir schmieden dich noch zum König. Nicht zurückhalten. Ich tue, was ich tun muss. Den hast du gespürt. Noch stehe ich. War das nicht zu hart? Lange. Das war ein guter Schlag. Weiter so. Du erwartest von den Dänen, diesem Schmerbauch zu folgen? Noch atme ich, oder? Zeig mir, was du kannst, Sachse. Na los, begeistere uns. Willst du, dass ich kämpfe? Ist dies das Beste, was East Engla zu bieten hat? Ja, und ich werde es beweisen. Na komm, kämpfe! Bring es zu Ende, Eivor! Das Zusehen schmerzt! Ja, mir irgendwie auch. Eivor siegt. Doch du hast uns etwas bewiesen, Oswald. Bleib liegen, Oswald. Das genügt. Ich werde nicht liegen bleiben. Du hast tapfer gekämpft. Nicht sehr geschickt, aber mit Kampfgeist. Und Mut. Wehre dich immer mit allem, was du hast. Selbst wenn du dreckig kämpfst. Selbst wenn du die Regeln brechen musst. Denn es gibt keine Regeln. Nicht, wenn du dich einer Herausforderung stellst. Darin liegt die Ehre. Nicht dem Sieg, sondern darin, den Kampf nicht zu scheuen. Eine kleine Rangelei stimmt die Brüder nicht um. Oswald muss endlich handeln, Missstände ausräumen, sich gegen Rüd und seine Männer wehren. Die Plünderer, die Betelea angriffen, haben ein Lager am Ufer. Je eher wir sie beseitigen, desto besser. Das würde deinen Ruf enorm verbessern. Und wenn du Kriegsbeute mitbringst, als Geschenk für die Brüder, stünden sie in deiner Schuld. Dann wetze deine Klinge, Oswald. Der soll nicht ernsthaft mitkommen, oder? Deine Schiffsmannschaft wäre eine große Hilfe bei dem Angriff. Ja, das stimmt. Wenn das jetzt meine ist, wovon ich ausgehe, dann nehmen wir die doch einfach mal mit. Steigt ein, Leute. Wir können. Segel hoch! Segel! Wir können alles. Singt uns ein Lied. Warte, guter Skalde. Bisher war niemand bereit, sich gegen Rüds Clan zu erheben. Wir sind ein Reich der Bauern und Händler. Selbst Bauern und Händler können kämpfen, wenn sie den richtigen Anführer haben. Ich hoffe, dein Glaube an Schweinehirten ist nicht. Es wird hier jetzt. Achso, doch, jetzt. Aber will der links oder rechts anlegen? Das ist jetzt die große Frage. Ich meine, es gibt viel zu tun, ja. Aber wir werden uns erheben und uns Rüds klappen. Oh.
sicher, das sind jetzt die richtigen. In die Schlacht! Schweiß! Sie haben nichts geschafft. Das tun wir auch nicht. Nein, du bist tot! Schwanzjagen! Tot! Spitone, hol dich! Gib auf! Hier könnte es Gefangene geben. Haltet die Augen offen. Wenn ich welche sehe, gebe ich Bescheid. Da liegt er noch mal. Jetzt nicht mehr. Du kämpfst gut, Oswald. Ich werde dir ewig dankbar sein. Kein Thema. Ich hab ja doch gerade noch was leuchten sehen. Dein Tod naht. Du kämpfst gut, Oswald. Hat die Todesangst dein Schwert zu großen Taten? Was immer es führt, lass es weitermachen. Ah, da hinten ist ein Schlüssel. Ups. Ey, ich wollte den gerade looten, du Arsch. Mann, geh doch mal woanders hin. Sehr schön. Vielleicht kann ich dann jetzt endlich mal... Hallo? Endlich mal hier plündern. So. Sohn eines Hundes. Ach, da war der Schlüssel. Ah, sehr schön. Ich bin dir sehr dankbar. Irgendwie ist das nicht ganz so... Nicht ganz so schlimm, wenn man das so öffnet. Magistermantel. Aha, sehr schön. Was ist los? Ah, das ist doch schön. Was gefunden? Hier ist eine Kiste voller Hacksilber. Mehr als genug, dass alle zufrieden sind. Dann bringen wir sie zum Schiff. Ein hart erkämpfter Sieg. Naja. Der erste von vielen, Oswald. Bist du gewillt, weiterzumachen? Dies ist mein Geschenk an die Brüder. Beim Reichtum in Elmenham würden ihnen die Augen übergehen. Doch als Zeichen meiner Entschlossenheit ist dies hier viel wertvoller. Ein guter Anfang. Bring alle Schätze, die du findest, nach Norwik. Lass dann die Brüder rufen. Wir treffen uns dort. Sehr schön. Nein, du kriegst keinen Kuss, wenn du deswegen vor mir stehst. Breite deine Flügel aus. Aber da ist immer noch Reichtum angezeigt. Aber es kann sein, weil ich den da geholt hatte. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt hier alles, würde ich sagen. Ne? Treff dich mit Oswald. Schauen wir mal kurz auf der Karte, ob wir dahin nicht schnell reisen können. Doch, können wir sogar. Das ist doch wunderbar. Vorher gehen wir aber noch mal ganz schnell in die Fähigkeiten rein. Ich hatte vorhin hier noch zwei nach links gemacht, sodass hier ein komplett neues Feld geöffnet worden ist.
Und da haben wir nun beidhändig schwer. Du kannst zwei schwere Waffen gleichzeitig führen. Dadurch ändert sich die Werte und die Handhabung der einzelnen Waffen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen scharf drauf, ehrlich gesagt. Kritische Treffer, schwerer Schaden und der Weg des Bären. Ach so, das ist jetzt grau, weil ich es noch nicht holen kann. Ja, das ist in Ordnung. Dann machen wir mal eben eine Schnellreise zurück nach... Oder wir machen keine, weil jetzt gerade mal wieder ein Fehler kam, dass... Ja, wieder irgendein Problem mit den Servern ist. So, dann wollen wir mal schnell gucken, dass wir nochmal speichern. Wo ist Oswald denn? Hier vorne bei den Schiffen, oder was? Ach, hier sind Silber, Vieh und ein Andenken an unsere erschlagenen Feinde. Kein schlachterprobter Däne würde diesem Schmalzklumpen jemals in den Kampf folgen. Es ist mir gleich, wie viele Schilde er mir bringt. Du lehnst meine Geschenke also ab, Bruder? Ich habe keine Zeit für sowas. Das ist ein großzügiges Angebot, Bruder. Es wäre dumm, es auszuschlagen. Wenn du ablehnst, wird deine Schande die Namen deiner Söhne und Enkelsöhne beschmutzen. Halt dich da raus, Wolfsmal. Nimm das Geschenk. Wir haben größere Probleme. Gehört er zu Rüd? Ja, er schlich um die äußere Mauer und suchte nach einer Ritze, um ein paar Dutzend Männer einzuschleusen. Wo es einen Speer gibt, gibt es noch mehr. Vielleicht hätte er uns was verraten können, wenn er noch leben würde. Ich ließ gerade Wasser, als er mich überraschte. Es hieß entweder er oder meine Pflugschar. Valdis hat recht. Er war sicher nicht allein. Hätte ich noch mehr gesehen, hätte ich sie auch erschlagen. Wo hast du ihn gefunden? Vor der Wallanlage von Norvik, direkt am Ufer. Sie werden nach Zugängen suchen, um eine Horde Plünderer hineinzuschmuggeln. Gott, suche einen anderen Späher. Wir verhören ihn. Ich sehe mich um. Ihr anderen bleibt hier und außer Sicht. Wenn mir jemand verdächtig vorkommt, bringe ich ihn her. Rüds Späher werden ihr Lager bei ihren Booten vor der Stadt aufgeschlagen haben. Einer von ihnen wird reden. Ja, jetzt habe ich mehrere Quests. Beziehungsweise mehrere, finde und besiege einen von den Spähern. Ja, da würde ich sagen, das ist jetzt das, was am nächsten ist. Ich mache hier mal eine Markierung hin. Naja, das ist von hier aus immer so blöd zu sehen. Okay, also es ist in der Richtung. Dann schauen wir da doch direkt mal, was ist mit euch? Oh. Diesen hier fanden wir auf einem Boot. Wenn es noch andere gibt, sind sie vielleicht beim Fluss. Sucht nach Verdächtigen außerhalb der Stadtmauern. Okay. Ich dachte, du könntest mir jetzt noch irgendwas Wissenswertes sagen, aber okay. Da schnitzt aber fein, Junge. Ich nehme mal die Abkürzung. Aha, da ist also schon mal einer. Au. Ja, sieht nach einem von Rüds Männern aus. Warte, halt! Was tust du denn? Ich bin nur ein Schweinebauer. Dafür bist du aber verdammt gut bewaffnet. Bleib unten, du Wattwurm. Meine Freunde möchten gern mit dir reden. Lass mich! Ich sagte doch, ich bin ein Kuhhirte! Lass mich gehen! Eben sagtest du noch, du wärst ein Schweinebauer. Das ist auch nicht falsch. Ich halte sehr viele Tiere. Du bist genauso Däne wie ich. Spar dir den Atem, Lügner. Wie komme ich denn da jetzt überhaupt hoch? Wieso bin ich eigentlich am Schleichen? Ich meine, ich komme da hoch. Das ist nicht das Problem.
Hallo? Gibt es hier irgendwo eine Tür? Sonst muss ich wirklich mit dem Wolf. Ich dachte, das ist jetzt hier... Ach ja, geh bloß nicht da hoch. Ich dachte, ich komme jetzt hier so schnell mal eben durch die Tür durch. Ja, Moment. Das geht ja gar nicht hier. Nein. Ich hab dich extra... Sag mal... Jetzt habe ich den extra in der Hand. Warte extra, bis das vor mir steht. Also der Wolf, die Wölfin. Und die legt den nicht ab. Geht das noch? So. Hallo. Ein Tor. Erschreck dich nicht. Alles gut. Die Frage ist jetzt nur, aber mit dem komme ich übers Wasser, oder? Letztes Mal sah das zwar so aus. Da sind Fische drin, oder? Ob man die eventuell mit einem Speer oder sowas... Was hat denn hier jetzt gerade so rot geleuchtet? Ah, da ist noch was, was ich noch holen kann, okay. Komme ich da jetzt rein? Da ist doch offen, oder? Da ist nicht offen. Och Leute, ganz ehrlich, was soll das? Hier ist einer. Bitteschön. Hat Rüd dich geschickt? Sprich, und vielleicht erlebst du den morgigen Tag. Weibisches Schwein. So machst du dir hier keine Freunde. Das war eine tödliche Beleidigung, Junge. Ich würde den Bastard töten. Gib ihm keine Zeit, das zu wiederholen. Ich frage noch einmal, was hast du an Norwigs Mauern verloren? Ich kam dir meine Aufwartung zu machen, Herr. Oswald, dem wimmernden Sachsenschwächling von East Engla. Sag ihm, warum du hier bist, und du darfst deinen Kopf behalten und gehen. Leck meine Dreckritze. Dies ist die Zunge, mit der ich lecke. Wie fühlt sie sich an, an deinem Arsch? Wenn das Feuer in Dunvik entzündet wird, sammelt Rüd seine Männer. Sie wollen Norwig an der schwächsten Mauer angreifen. Ihr englischen Dänen seid so weich wie Butter. Rüd lässt grüßen, kleine Dame. Er wird dich bald wiedersehen. Naja, wir haben ja die Informationen bekommen, die wir haben wollten. Und, ich würde normalerweise sagen, dass er jetzt stirbt. Oder? Ich weiß nicht. Du hast deinen Zweck erfüllt. Nun stirbst du. Du versprachst ihm die Freiheit. Er hat dich vor allen hier beleidigt. Lass so etwas niemals unbeantwortet. Ich lasse nicht zu, dass in meinem Reich unnötig Blut vergossen wird. Das muss enden. Lebend war der Mann eine Gefahr. Valdis, er sprach so, als kenne er dich. Rüd war mein Ehemann. Dein Ehemann? Du bist bereits vermählt? Ich war es. Wir sind nun 5 Sommer getrennt. Ich hätte nie gedacht, ihn hier zu sehen. Und das wollte ich auch nicht. East Englas Wohlstand hängt von unserer Sicherheit und Einheit ab. Solange Rüds Clan hier herumpoltert, ist beides unmöglich. Ich muss selbst mit ihm sprechen. Von Mann zu Mann. Es gibt keinen Platz für ihn in East Engla. Das muss er von mir hören. Gut. Ich beginne morgen mit der Suche nach einem neuen König. Schön, dich gekannt zu haben, Herr. Rüd frisst deine Lunge zum Abendessen, Oswald. Halte dich fern von ihm.
Als würdiger König muss ich den Mann treffen, der uns plagt. Ich entzünde das Feuer in Dunvik und stelle mich ihm, wenn er kommt. Bist du dir sicher? Rüd ungeschützt im Freien zu treffen, birgt viele Gefahren. Es ist der einzige Weg. Wir müssen uns ihm stellen und dürfen nicht weichen. Komm, Oswald. Wir brechen nach Dunvik auf. Und natürlich werde ich euch beide dort ebenfalls sehen. Sonst wird das Lied eurer Feigheit noch über Generationen ertönen. Sicher brecht ihr jeden Moment nach Dunvik auf. Wir werden dort sein, Eivor. Du sprichst nicht für uns, Statthalter. Muss ich euch Witzbolde daran erinnern, was Halfdan mit uns anstellen wird, wenn Est Engler in Rüds Hände fällt? Ja, also beziehungsweise nein, das muss er nicht. Ich bin gerade am Schauen. Ja, ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, hier habe ich überhaupt nichts mit einer Schnellreise. Das heißt, ich werde mich dann wohl übers Wasser dahin begeben müssen. Oder bei diese Schnellreise mal gucken. Ich gebe zu, dass ich ihm die Freiheit versprochen habe. Aber, wie sie auch schon gesagt hat, ich weiß nicht, ob das so klug gewesen wäre, ihm am Leben zu halten. Dementsprechend, auch jetzt dreht sich das Ganze wieder, das ist so nervig. Dementsprechend habe ich mich dann doch am Ende dazu entschieden, ihm nicht leben zu lassen. Und habe eigentlich gehofft, dass der König dadurch so ein bisschen, oder der zukünftige König, wie auch immer, dadurch so ein bisschen stärker rüberkommt. Aber, naja, das war anscheinend in seinen Augen nicht ganz die richtige Lösung. Wie dem auch sei, wir werden uns in der nächsten Folge mit den Verbündeten treffen und dann, ja, so wie ich es verstanden habe, keinen großen Angriff machen, aber gegen einen Boss kämpfen oder ihn kämpfen lassen oder ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!